Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Foundation, eine meiner Lieblingsspiele. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, Baradion und seinen Kollegen, seinen gemeinen Kollegen, Klamotten zu verschaffen, die sie so dringend verlangen. Letztes Mal haben wir es hinbekommen, eine Fischerhütte freizuschalten. Die wird hier gerade gebaut. Tafer haben wir auch schon, die sind sogar schon ordentlich gewachsen und sie tragen jede Menge Watte mit sich rum. Oder sagen wir Wolle, vielleicht sieht sie nur so nach Wattebäuschen aus hier. Im Moment fehlt es noch an einem, was war das, Weber? Einer Weberei, die aus der Wolle Stoff herstellt und an einer Schneiderei, die aus dem Stoff Klamotten herstellt. Aber das werden wir, glaube ich, in dieser Folge hinbekommen. Und dann kommen wir hier auf unserem neuen Marktplatz, den wir letztes Mal gebaut haben und der auch gleich schon zugebaut wurde, endlich Klamotten verkaufen. Damit Baradion und seine Leute endlich zufrieden sind. Baradion schon etwas zufriedener als zuletzt. -77% bloß noch. Der war schon auf 140 minus. Also es wird. Er möchte Wasser haben. Aha. Gottesdienst. Gibt's das nicht? Ja, er möchte Waren haben. Komfortmangel. Ach, ja, das wird aber wieder anwachsen. Er hat lange kein Haus gehabt und deswegen war er äußerst unzufrieden, sehr ungehalten. Was ist denn mit der Kirche los hier? Wöchentliche Anwesenheit 9 von 20. Ja, Moment mal, wir haben, wie viele Leute haben wir insgesamt? 32. Und die wollen alle in die Kirche, stimmt gar nicht. Die wollen gar nicht alle in die Kirche gehen. Wie ist es mit den Bedürfnissen? Gucken wir uns das mal an. Die Neuankömmlinge hier wollen nicht in die Kirche. Wasser und Nahrung, das reicht ihnen. Was haben wir hier? Sven. Der ist Leibeigner. Der hätte gerne... Ah ja, da geht's los mit dem Gottesdienst. Der hätte gerne Gottesdienst. Und wie viele Leibeigner haben wir? Gibt bestimmt irgendwo eine Übersicht, wer welchen kommt oder wer welches Bedürfnis hat. Weiß ich gar nicht. Achso, das steht hier irgendwo. Leibeigene. 18 Stück. Also wir brauchen Platz für 18... Oh, stimmt gar nicht. 18 Leibeigene wollen in die Kirche gehen plus... 6 Gemeinde, das heißt 24 Leute und da haben wir eigentlich zu wenig Platz, weil nur 20 Leute reinpassen. Ja, da müssen wir wohl anbauen. Was für ein Elend, Mist. Wenn wir jetzt so einen kleinen Anbau machen, dann kommen plus 5 Leute dazu. Ja, da wird es bald schon wieder eng in der Kirche. Nicht gut. Das Problem kenne ich noch aus meinem alten Let's Play. Wir brauchen viele, viele Kirchen. Und wir brauchen viele Anbauten. Und das ist ein nerviges Problem eigentlich. Aber gut. So was? Kein Zugriff auf Gottesdienst. Jaha, wir machen ja schon. Los, hier. Holzerweiterung. Wir erweitern das, dass da mehr Leute reinpassen in die Kirche. So, baut ihr das mal. Ja, das wird teuer. Egal. Gottesdienst muss sein. Ach Gott, und ich habe in der letzten Folge ganz vergessen. Einfach entspannt hier mal ein bisschen zuzuschauen. Das ist einfach so süß, dieses Spiel. Ich mag diese Halbinsel nicht. Die ist langweilig. Da gibt es keine Bäume drauf. Aber hier, da wo Wald ist, da sieht man auch Wege, wie sie sich hier durchschlängeln. Man sieht die Leute da durchlaufen. Man sieht, wie sich alles im Winde wiegt. Oh Gott, da wird einem schlecht. Oh! Oh! Wieso wird das nicht gemacht hier? Ich glaube, wir haben einen Mangel an Baumeistern, kann das sein? Fütteleck ist der Baustelle zugewiesen. Aha, und ein neuer Bewohner. Ui. Das ist gut, wir haben jetzt 5 Arbeitslose, die können wir jetzt demnächst zuteilen. Oh. Oh, wir haben schon wieder kein Weizen mehr. Was ist denn mit dem Holzfäller hier? Ja, da machen wir den nochmal aus, weil wer keinen Weizen hat, der braucht doch nicht müllern. Weberei gebaut. Ah, sehr wunderbar. Sollen wir da mal 2 reinmachen?
Einer reicht erstmal. Zwei reichen erstmal. Was wir auch noch brauchen, ganz wichtig, ist ein Marktplatz bzw. ein Marktstand mit Kleiderstand. Warenstand. Oh, das freut die Leute hier. Das freut die Leute sehr. Zu weit weg, ich bitte dich. So. Gut. Ach komm, so ein Schild kann man auch daneben machen. Schild für Warenstand, jawohl. Schild für Essensstand. Lebensmittelstand. Achso, was auch noch fehlt. Zu wenig Bauleute. Was auch noch fehlt, ist eigentlich das Brot. Wir verkaufen die Beeren, aber nicht das Brot. Und Fisch brauchen wir auch bald noch. Eieiei. Ja, ja, das kommt bald alles. Wir bauen das schon mal hin. Ja, es gibt einen richtig krassen Markt hier. Da machen wir vielleicht noch einen Brunnen in die Mitte. So. Und noch eins, oder? Ja, wenn schon, denn schon. Das Blöde ist halt, ich baue das jetzt hier... Wieso habe ich das gemacht? Das war dumm von mir, dass ich den blöden Markt jetzt hier mitten... Also ans Ufer gestellt habe. Ich hätte den mitten ins Kap reinstellen müssen, weil jetzt... ist der Boden... Jetzt ist der Boden im Wasser. Der Fluss, das Flussbett ist jetzt grün und das ist nicht gut. Ach. Ach, Regen auch noch. Gut. Ein Mist. Hässliches Wetter. So. Ausbauen. Wir bauen dann noch einen Brunnen mit rein. Wie lange hält denn das beknackte schlechte Wetter? Hier Effekte. Erträge von Fisch wurden erhöht um 20%. Erträge von Beeren, Weizen und irgendwas wurden reduziert um 50%. Oha! Na gut, also wir müssen schnell den Fisch fertig bekommen. Gucken wir mal nach dem Brunnen. Ja, Brunnen mitten auf dem Marktplatz, das gehört sich schon. So, sehr gut. Also, ich denke, die werden sich freuen, hier jetzt so viel Attraktivität hier zu sehen. Kann man hier irgendwie die Produktivität? Ah, Gebäudebau priorisieren. Ja, das ist gut. Der ist schon fast fertig hier. Da fehlt nur noch ein Baumeister. Ja, ja. Das sieht doch gut aus. Ah, apropos, was ist denn mit diesem hier? Keine Beeren mehr und noch 22 Brote. Okay, also die kaufen es, obwohl da keine eingesetzt ist. Das ist schön. Sehr gut. Ich hasse dieses Regenwetter. Ein Bote nähert sich. Mit einer wichtigen Nachricht. Eine Quest hat er dabei. Die werden wir umgehend erfüllen. Und ich hoffe, wir werden sie umgehend erfüllen. So. Was wollen Sie? Achso, draufklicken. Also, was sollen wir liefern? 5 Brot. Gerade jetzt. Nicht doch, nicht doch. Ja, wem wollen wir helfen? Die ewige Frage, immer das Gleiche. Dem Königreich, würde ich sagen. Wir haben hier schon viel Einfluss. Und hier im Königreich haben wir noch relativ wenig. Klerus ist auch ganz gut. Oh, wir können übrigens... Päcke freischalten. Und das Vogtbüro. Oh, ist aber gut eingekauft hier. Sag bloß, sag bloß. Oh! Wir können auch eine Kaserne schon anfangen. Das heißt, wir können in den Krieg ziehen. Das bringt auch immer ganz gut Beute mit. Da müssen wir allerdings, glaube ich, erste Schmiede bauen wegen Waffen und sowas. Na komm, her damit. Holzpalisade, Steinmauer. Dorfkirche, zusätzliche Gebäudeteile. Zack! Meine Güte! Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Gut, also, wo haben wir jetzt am wenigsten? Königreich. Also, wir werden 5 Brote an das Königreich liefern. Dem König. Gibt 200 Münzen. Ja, das machen wir natürlich sofort.
Brot. Muss er hier mal stapeln lassen. Gut. Und jetzt soll ich einen hölzernen Wehrturm bauen. Aha. Aber nicht doch, nicht doch. Achso, jetzt wo wir bald demnächst die Fischhütte fertig haben, müssen wir hier auch Fischzeug stapeln. So, genau, dass es da drin gesammelt wird. Weil sonst funktioniert das nicht für den Marktplatz. Oh Mann, ey, komm schon. Achso, wir könnten vielleicht eine weitere Bauhütte bauen. Ja, weil wir haben scheinbar zu wenig Bauleute hier. Bin entsetzt. Na ja, komm, bauen wir da mal noch einen hin. So. Jetzt haben wir bloß einen Arbeitslosen, der ist für die Fischerhütte reserviert. Wenn die endlich mal fertig wird. Ja, dieses trübe Wetter jetzt hier. Das sagt unser gemeiner Radion. Er ist auf minus 23%, weil er immer noch keine Waren hat, aber gut, die kriegt er bald. Ja, alle Gemeinden hier sind etwas unzufrieden mit meiner Führung hier. Aber das kriegen wir schon hin. Was ist denn mit dem hier? Oron. Sehr unzufrieden. Gottesdienstmangel. Heieiei. Sammelhütte gebaut. Aha. Oh. Oh, wir brauchen mehr Arbeiter. Oh, so ein Mist. Ah, zwei Bewohner. Das trifft sich jetzt gerade sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Gott, hervorragend. Oh, Brot liefern. Kann man das machen? Noch nicht. Tatsache. So ein Mist. So ein Mist. Aber wir können den Bäcker wieder öffnen. Weil wir haben 11 Mehl und dann kommt wieder Brot bei rum. So, was haben wir denn hier Neues bekommen? Ach so, diese ganzen Statuen hier. Hölzerner Wehrturm. Hier, Pflanzenbogen, aha. Zaun! Brücke. Aha. Hohe Steinmauer. Sehr schick. Ist aber auch wahnsinnig teuer. Und es hat keinen praktischen Nutzen, weil es keine Angriffe gibt. Es sieht nur besser aus, aber das werden wir natürlich später noch machen. Ja. Kein Zugriff auf Komfort. Nicht. Ja, wer ist es denn? Diese Madame. Achso. Hätte gerne eine bessere Unterkunft. Ja, es scheint aber am Platz zu fehlen. Ja, ja, warte doch. Das kommt alles noch. Wie? Ist doch super hier. Oh. Der Wald lichtet sich auch langsam. Ach, Moment, jetzt wird gerade ins Haus ausgebaut. Ah. Wie schaut es hier aus? Wir haben schon ordentlich Stoff bekommen. Hervorragend. Ja, fehlt halt nur noch... Oh Gott, es fehlt sogar einiges. Steinblöcke. Steinblöcke haben wir gar nicht. Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst.
Die bauen hier Steine ab, aber diese Steine müssen in Steinblöcke umgewandelt werden. Wie geht das nochmal? Ressourcen. Produziert Stein. Steinmetzhütte. Stellt Steinblöcke her. Okay, ja, dann war das direkt hier, außerhalb des Territoriums. Ah, das verdammte Territorium, wir brauchen mehr Geld. Oh, dieses Industriegebiet, das werden wir später noch verschönern, ganz klar. So. Also Schafe haben hier wirklich nichts zu suchen. Die machen wir irgendwo auf eine Weide da hinten. Später, wenn wir erst einen Platz haben. Ja, Mist, das kann ja gar nichts werden. Was ist das mit dem elenden Fischer hier? Ah ja, wird bald. Katero, mach das fertig. Gut, sobald das fertig ist, würde ich, glaube ich, sagen, dass wir diese Steinmetzhütte hier priorisieren. Weil wir dringend dieses Ding da fertig machen müssen hier. Was, warten auf einen Baumeister? Tante, mach das bitte fertig. Ach, so schön hier, echt. Aber es dauert gerade alles. Echt, echt lang. Viel zu lang. Oh, aber hier ist Platz. Da kann man ein bisschen mehr Erntefeld einzeichnen. Das bedeutet ja auch mehr Getreide für uns. Und sobald wir endlich diese Bereiche hier außen haben, können wir das auch ein bisschen weiter nach da hinten ausdehnen. Wäre sowieso sinnvoll, später die ganzen Bauernhöfe nach außen zu verlagern. Also das werden wir dann nach und nach machen. Der Ort wird ja wachsen. Aber jetzt im Moment mit so wenig Platz müssen wir halt gucken, wo wir bleiben. Achso, was ist das für ein Brot? Haben wir das jetzt endlich? Ah! Schau an! Da haben wir es geschafft. Gut, jetzt können wir das wieder entstocken. Gut. Wird auch bald wieder Zeit für eine Förderung. Aha, Osterlind kommt bald und macht das jetzt endlich fertig. Diese verdammte Fischerhütte, das ist ja wohl nicht wahr. Oh. Verkaufen können wir den Fisch sowieso noch nicht wirklich, weil hier diese Marktstände noch nicht fertig sind. Oh, doch. Doch, guck an. Das ist für Klamotten gedacht, also den kann man leider noch nicht benutzen. Ach. Was ist denn hier los? Jetzt ist es etwa leer? Ja, ist leer. Wir können den Markt also abreißen. Alles wird gelöscht. Ja, alles weg. Dorfzentrum. Kann man das eigentlich verschieben? Kann nicht zerstört werden. Ja. Irgendwie steht es halt hier so im Nichts. Aber gut. Fischhütte gebaut! Jawoll, endlich! Das ist gut. Oh, das ist super. Hervorragend, wunderbar. Dann sagen wir hier, dass das jetzt hier Priorität hat. Eigentlich wollte ich jetzt immer was anderes sagen. Priorität, Priorität, Priorität. Das da. Genau, eigentlich wollten wir auch den Steinmetz priorisieren. So sind wir auch, ist beides wichtig. Ah, guck an, die Kirche haben sie schon gebaut. Sehr gut, da haben wir jetzt Platz für 30 Menschen. Ausgezeichnet, also. 3 neue Bewohner, ich quer zum Elch. Hey, jetzt geht's aber los hier. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ich freue mich. Sehr gut. Dorfkirche fertig. Oh, perfekt. 3 neue Leute. Das trifft sich hervorragend, weil die brauchen wir jetzt auch. Gut. Los, mach das jetzt fertig.
Gott, wir haben bloß noch 30 Beeren. Ui. Nicht, dass wir verhungern hier. Meine Güte. 29. Oh mein Gott. Mach das jetzt fertig. Mehr Fische, bitte. Das hat wir eigentlich zwei Fischer hinschicken können, meine ich. Oh, Steinmetz ist fertig, oder? Fast fertig. Yes. Gut, also der wird jetzt die Steine zerkloppen und zu Steinblöcken umformen. Rohmaterialien fehlen. Aha. Oh, achso, das ist der Bäcker. Ja, ja. Da kommt gerade nichts bei rum wegen dem verdammten Regen. Wie unerfreulich. Ja, hier passt nur ein Fischer rein, so ein Mist. Na, kriegst du es mal fertig hier, den Markt? Ah, ist er. Ist er, ist er. Oh, Marktplatz. Kein Zugriff auf Nahrung. Oh. So, Marktplatz ist fertig. Sehr gut. Hervorragend. Also, Fisch. Rein damit. Brot und Klamotten. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das hier zuweisen kann. Also, wer jetzt an welchem Stand steht. Ich will jetzt nicht, dass da einer gewöhnliche Kleidung verkauft, die wir eh nicht haben. Ja, keine Ahnung. Gut, wir haben sowieso keinen mehr übrig. Wie viel... Ah, laufende Konstruktion. Da können wir, glaube ich, jetzt hier wieder Bauarbeiter rausnehmen. Ja, weiß ich nicht. Ich würde die eigentlich auch ganz gerne lassen. Aber wir brauchen eigentlich noch jemanden, der sich hier in den Markt reinstellt. Wir brauchen nur noch Träger. Wir haben jetzt zwei Träger und wir haben auch drei Produkte. Also eigentlich bräuchte ich das so pro Produkt eigentlich mindestens einen Träger. Oh. Und uns fehlt auch gleich wieder ein Schneider. Also. Oh. Aha, monatlicher Report. Oh, wir können wieder befördern. Das wollen wir natürlich auch tun. Was machen wir da? Weitere Gemeinde, die alle wieder Bedürfnisse haben, aber die können ja demnächst bald alle befriedigen, also das läuft ja eigentlich. Wir machen aber auch ein paar Leibeigene hier, würde ich sagen. Da haben wir ein bisschen Geld. Jetzt geht es aber doch ganz schön das Geld, meine Güte. Oh, die wollen alle Häuser haben. Gut, lass mal das was so, oder? Nicht, dass das Geld am Ende alles ist. Na gut, also die wollen jetzt alle Häuser haben. Nicht, dass sie sich näher beschweren. Oh Gott, sie wollen auch alle die Kirche. Oh nee, ja nee. Uiuiui. Na gut, wird schon werden. Sobald jemand wieder nicht reinkommt und keinen Platz mehr hat für Gottesdienst, werden wir versuchen, das zu erweitern. Und ansonsten brauchen wir halt eine weitere Kirche. Also, das habe ich schon immer gesagt. Ich finde es ein bisschen schade, dass für ein Städtchen mit 30 Personen oder 40 Personen oder was gleich 2, 3, 4... Ja, nee, okay, das ist übertrieben. Aber dass wir viele Kirchen brauchen für ein kleines Städtchen. Boden ist gebaut, gut. Ja, das ist... Ja, das ist einfach zu viel, wenn man da... ständig Kirchen brauchen. Oh, plus 0 Bewohner. Was? Warum will da keiner kommen? Beschäftigung ist hoch, Wohnfläche ist niedrig und Zufriedenheit ist Durchschnitt. Aha. Wollen wir da was machen an der Wohnfläche hier? Attraktivität, ja. Wohnhaus wird ausgebaut. Hervorragend. Ja, lasst euch nieder hier. Ah ja, hier machen sie schon. Sie tun es. Oh. Ich sehe... Dieser Holzfäller hat eigentlich nichts mehr zu tun.
Aha, ja, da ist eigentlich nichts mehr abzubauen. Können wir also pausieren. Oder wir machen ihn sofort ganz weg. Ah, oh, ich bin ein Honk. Ich hätte hier eine Wabe kaufen müssen. Mist. So eine Honkerei hier. Der hat eigentlich auch nichts mehr abzubauen hier. Hat schon alles gemacht. Ja, dann soll der das machen und danach haben wir wirklich keinen Wald mehr. Das hier lassen wir stehen. Ein bisschen muss einfach da bleiben, finde ich. Ist auch einfach schön. Und wir müssen schnellstmöglich hier die nächste Kachel kaufen und dann gibt es wieder genügend Wald und wir werden natürlich später auch einen Förster bauen, der von sich aus alles wieder aufholzt, aber das aufholzt, aufforstet. Aber im Moment brauchen wir das, glaube ich, noch nicht. Ja. Wie schaut's aus? 38 Beeren, 3 Fische. Gut, gut. Jetzt steht tatsächlich einer hier am falschen Stand. Ach, Elena. Wir haben noch keine Klamotten. Und keiner holt Brot. Ich fahr zum Elch. Kann man das nicht irgendwie zuweisen, wer an welchem Stand steht? Ach, das ist doch bescheuert, echt. Das ist doch blöd. Mist. Brot haben wir da nicht drin, obwohl sie gerne Brot hätten. Oh. Wir haben auch Brot. Das steht da, verkauft gewöhnliche Kleidung. Ich will den ausschalten. Ah! Moment mal! Hier kann ich das machen. Die Elena werfe ich jetzt mal raus. Und wir werden versuchen, sie stattdessen hier reinzuhauen. Ja. Gut. Schneiderei ist fertig. Oh, das wird unsere Leute sehr freuen. Leider haben wir niemanden, der dort arbeiten kann, weil wir keine Arbeitslosen haben. Wir könnten höchstens den Bäcker rauswerfen. Oder halt, Moment mal, ich hatte gesagt, wir brauchen vielleicht nicht mehr so viele Bauleute. Wir haben. Oh, laufende Konstruktion. Ach so, das sind die ganzen Wohnhäuser, die wir jetzt haben wollen. Ja. Nee, komm, wir nehmen trotzdem mal zwei raus. Oder? Nein, ich möchte nicht. Zuwanderung ist hoch. Nächste Welle kommt in 4 Tagen. Wir brauchen neue Leute. Kein Zugriff auf Komfort, ich bitte dich. Ach, so schön. So nett. Oh ja, hier haben sie auch ausgebaut. Nicht übel. Haus Rang 2, Hausdichte 2. Das ist das gleiche. Haus Rang 1, Hausdichte 1. Aha. Na gut. Wir brauchen dringend jemanden, der in der Schneiderei arbeiten könnte. Wollen wir da vielleicht so einen Bäcker nehmen? Der ist gerade eh nicht aktiv. Hier, Level 1 Bäcker. Naja. Bäcker, Schneider, wo ist der Unterschied? Zack. Gut. Also, jetzt haben. Oh, Mist, jetzt fehlt halt auch im Markt noch jemand, der diese Klamotten dann endlich verkauft. Gott, ich wünschte, dieser verdammte Regen würde aufhören. Ist einfach zu deprimierend, das Wetter. Das ist der Albold. Er hat gerade frei und steht in seinem Hausgerüst. Ein Markthändler, aha. Gut. Ah, schauen wir hier mal durch. 24 Beeren. Es wird schlimmer. 51 Brote. Sollten aber eigentlich auch jetzt gerade verkauft werden. Ja, die werden auch verkauft.
Steinblöcke, 21 Weizen. Da könnten wir eigentlich auch mal die Mühle wieder anwerfen. Kein Zugriff auf Gottesdienst. Schon wieder! Oh, nee. Echt nicht. Oh, voll bis oben hin. Ja, Mist! Oh, Steingräber. Mhm. Bringt Prunk. Oh, wir hätten eine Steinerweiterung machen können. Steinerweiterung. Ja, das können wir machen. Das wird dann halt eine sehr lange Kirche. Das macht zusätzlich, bringt Raum für 10 Leute. Ja, was soll man machen? Das muss, das muss. Sieht halt etwas merkwürdig aus. Ja, sieht etwas merkwürdig aus. Aber wollen wir das nehmen und so drehen? Aha. Also ganz falsch ist es nicht. Muss man so irgendwie? Ah, ich weiß auch nicht. Was soll er machen? Was kostet das? 25 Steine. Ja, das können wir uns schon leisten. Kreuz kommt auch noch oben drauf. Das ist für ein Steingrab. Da müssen wir ein bisschen Platz lassen, dass wir da so ein bisschen Friedhof drum bauen können. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Liebe Leute, ich würde sagen, damit sind wir für diese Folge auch schon wieder fertig. Es läuft langsam, also wir müssen uns, glaube ich, um Geld keine Sorgen mehr machen. Sobald wir jetzt mal genügend Geld haben, 500 Münzen müssten es sein. Wo sieht man das eigentlich? Territorium. Ja, 500 Münzen. Werden wir das ausbauen. Und können hier expandieren. Und ich hoffe, dass das Wetter bald wieder besser wird, weil das ist wirklich so deprimierend. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Let's Play. Lasst es mich einfach wissen. Das würde mir sehr helfen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.